Vermutlich wollte der 49-jährige Mitarbeiter heute Morgen gerade die Warnbarken abbauen. Da rast ein LKW ungebremst in die Baustelle bei Köln und überrollt den Mann. Es ist eine Nachtbaustelle auf der A59, die einem Mitarbeiter einer dort tätigen Absicherungsfirma zum Verhängnis wird. Auf Höhe der Anschlussstelle Köln-Porzlind war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Fahrbahn wurde an dieser Stelle ausgebessert. Während der 49 Jahre alte Mann anschließend laut Polizeiangaben mit dem Abbau der Baustelle beschäftigt ist, kommt es zu dem tragischen Unfall. In diese Baustellenabsperrung fuhr ein LKW so gegen 2.35 Uhr ungebremst hinein. Ein Baustellenmitarbeiter, der sich innerhalb der Baustelle befand, wurde durch Hervorschleudern von einer Baustellenabsperrung erschlagen. Nach Angaben der Polizei war die Baustelle offenbar korrekt abgesichert. Der Getötete war zum Zeitpunkt des Unfalls allein. Der Fahrer des LKWs erlitt unterdessen einen Schock. Warum er ungebremst in die Baustelle fuhr, ist bislang noch nicht bekannt.